Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, Leute, neues Video ist am Start und in diesem Video geht's wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Leute, wie im Intro schon gesagt, diese Woche habe ich wieder 10 Pieces rausgesucht. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich zuletzt keine Videos hochgeladen habe, aber es fehlen mir so ein bisschen die Ideen. Falls ihr gewisse Ideen habt, lasst die gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich bin nicht so der Typ, der sich einfach irgendwas aus der Nase zieht oder auf irgendwelche, ich sag mal, Züge mit aufspringt. Hauptsache, ich habe ein bisschen Content. Ich muss das schon irgendwie fühlen. Und deswegen, ich sag mal, 10 Favorite Pieces der Woche geht halt immer. Und alles andere, ich habe sehr, sehr cool, ein paar coole Pickups, die Tage werde ich noch euch zeigen. Aber im Endeffekt will ich mir da nichts aus der Rippe schneiden. Deswegen habe ich jetzt auch, ich sag mal, kein Video hochgebracht. Nicht so, dass ich keinen Bock habe, aber es ist ein bisschen schwierig. Und ich finde nur immer Sachen bestellen und dann die zu präsentieren nicht immer nice. Deswegen, ja, keine Ahnung. Vielleicht jetzt die Tage, wo, ich sag mal, die Corona-Maßnahmen so ein bisschen gelockert werden. Mal sehen, vielleicht ein bisschen was Outdoor. Ich weiß es noch nicht genau. Und deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit den Pieces. So, Leute, fangen wir an mit Piece Nummer 1. Und was darf im Sommer auf keinen Fall fehlen oder generell im Kleiderschrank nicht fehlen? Ein cooles T-Shirt. Und da die T-Shirts sich ja so ein bisschen gewandelt haben, ja, viele auch auf der Suche sind nach solchen T-Shirts, dachte ich, für 5,99, also für 6 Euro, zeige ich euch das einfach mal. Und das ist ein cooles Relaxed-Fit-T-Shirt. Was ist jetzt hier los? Aha. Was es bei H&M gibt. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr nice. Also muss ich sagen, mir gefällt es persönlich sehr gut. Gibt es in verschiedenen Colorways, aber ich sag mal, ich würde das schon auf schwarz und weiß reduzieren. Wobei die Pastelltöne sind auch nicht schlecht, aber da sehe ich mich zum Beispiel jetzt nicht. Aber zum Beispiel weiß und schwarz würde ich mir zum auch mal holen. Kurzer Spoiler vorweg, ich habe diverse T-Shirts, auch das T-Shirt bestellt und ich will mal so einen T-Shirt-Vergleich machen. Ich weiß, sowas gibt es diverse Male auf YouTube, aber ich sag mal, jeder hat ein bisschen anderen Geschmack, jeder hat ein bisschen anderen Style und dementsprechend dachte ich, wäre sowas sinnvoll. Also ein T-Shirt-Reveal, so ein bisschen, da, wo ich die Sachen vergleiche, die Fits, die Qualität, Preis-Leistung etc. kommt die Tage auf jeden Fall online. Das ist auf jeden Fall geplant. Dementsprechend checkt das T-Shirt ab, das gibt es gerade bei H&M und ja, auf jeden Fall ein Evergreen. Auf jeden Fall sehr nice. So, machen wir weiter und ich habe das Ganze jetzt nicht durcheinander gemixt, deswegen bleiben wir bei H&M. Da habe ich auch eine relativ coole Hose, finde ich persönlich, für den Sommer gefunden. Auch Preis-Leistung ist Bombe. Für 20 Euro finde ich es auf jeden Fall fair. Line geht immer im Sommer und ich mag die Colorways, die am Start sind, sehr. Also sowohl Khaki als auch Beige oder ich sag mal Blau oder Schwarz. Finde ich alle sehr nice und ich mag diesen Fit eigentlich. Also wie gesagt, ich mag den Fit, weil das Ganze relativ locker, relativ casual gehalten ist und ich finde im Sommer echt gut klar geht. Mein Favorite ist auf jeden Fall die Khaki-Farbene, muss ich zugestehen. Die gefällt mir von den Farben auf jeden Fall am besten und ich finde für 20 Euro kann man die auf jeden Fall mal abchecken. Wer sowas sucht oder sowas gefällt, Links findet ihr wie immer unten in der Infobox, deswegen das Piece Nummer 2. Machen wir Piece Nummer 3 und da wandern wir zu Zara. Und bei Zara, ja, diverse Artikel und da habe ich ein Hemd gesehen, was diese Tage jetzt noch rauskam, aber mich hat das extrem an dieses Calvin Klein Jeanshemd, blende ich euch auch gerne ein, was vor ein paar Jahren mal rauskam, ja, erinnert. Und ich fand die Kombo einfach cool, diese zwei verschiedenen Jeans Colorways zusammen gemixt. Dementsprechend, das kommt auf jeden Fall die Tage da raus. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice und gerade für die Sommerabende oder Sommer generell auf jeden Fall ein cooles Piece. Deswegen dachte ich, komm, ich nehme es einfach mit rein. Sowas trägt man auf jeden Fall ein bisschen lockerer, weil das auch mehr so ein, ich sag mal, so ein Freizeithemd ist, jetzt kein wirklich schickeres Hemd. Würde ich es schon ähnlich so tragen, wie der Kollege das hier, ich sag mal, Zara das abgebildet hat, so ein bisschen relaxed. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und das kommt jetzt die Tage bei Zara aus. So, dann kommen wir zum Thema Strick. Und beim Thema Strick, und ich habe diesen Pulli schon liegen, allerdings in dem cremefarbenen Ton. Ich zeige euch das auch nochmal in Creme. Den habe ich zu Hause liegen und ich kann euch sagen, der Pulli ist sehr nice. Und dementsprechend dachte ich, komm, ich empfehle euch den, weil ich den wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn das Ganze ein bisschen lockerer sitzen soll, nehmt einfach eine Größe größer. Ich habe bei mir mehr so ein True-to-Size genommen, allerdings ist das auch so, ein, ich sag mal, Strickpullover. Wobei es jetzt nicht wirklich aus Wolle ist. Doch, Bio-Baumwolle, okay, ich habe nichts gesagt. Das heißt, das wird sich noch so ein bisschen dehnen, ein bisschen weiten. Geht schon klar, aber ich hätte ihn eigentlich eine Größe größer nehmen müssen. Habe ich nicht gemacht, aber den T-Shirt, Pullover habe ich auf jeden Fall liegen. Und ich habe gesehen, dass es den in Blau auch gibt. Ich finde, das Blau wirkt ja in diesem Foto nicht so ganz so cool. Aber ich habe den in einem anderen Foto hier gesehen, wo das kombiniert wurde, auch mit so einer hellen Jeans. Sehr, sehr nice und sehr angenehm zu tragen, also kratzt überhaupt gar nicht. Also wirklich eine dicke Empfehlung.
Und ich finde diese V-Ausschnitte auf jeden Fall cool. Kann man auf jeden Fall aktuell gut tragen. Sehr nice. So Leute, dann kommen wir zum Thema Hemden. Und das Thema Hemden ist ja gerade bei vielen wirklich hoch im Kurs. Viele kaufen sich diese Jacquemus-Hemden, zahlen 200-300 Euro dafür. Ich sehe das Ganze nicht so, mir ist es einfach zu viel Geld für das, was man bekommt. Und dementsprechend habe ich einfach mal ein cooles Hemd gefunden, und zwar das hier, das es bei Mango Man gibt. Ich finde es cool, es ist ein relaxed, also ein fließendes Hemd. Das heißt immer, dass es aus so einem viskoseartigen Stoff sehr weich ist. Ich guck mal ganz kurz, ja, 100% Viskose. Es fällt sehr locker auf den Körper, so wie schon gesagt, fließend. Und ich finde das Muster eigentlich für den Sommer ganz cool. Erst recht, wenn man so ein bisschen braun gebrannt ist. Kommt auf jeden Fall lässig, ist nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt es. Dementsprechend habe ich es mit reingenommen als Piece Nummer 5. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 6. Und Piece Nummer 6 ist eine Hose. Und ich finde es eine sehr cooler Fit, sehr cooler Colorway. Und ich kann euch sagen, die Hosen von Mango Man, und wir sind auch hier weiter bei Mango Man geblieben, finde ich sehr nice. Dementsprechend, wer sowas sucht oder so eine helle Waschung sucht, die nicht ganz so skinny oder slimfit ist, so einen ganz normalen Schnitt hat, relativ geraden geschnittenen Schnitt, aber so ein ganz leicht noch so ein bisschen figurbetont, jetzt nicht zu sehr. Ich finde die Schnitte von den Hosen wirklich genial und die Colorways und Materialien auch. Sehr cool, allerdings müsst ihr darauf achten, hier ist 1% Elastan drin. Also ich weiß nicht, wie die sitzt, aber ich kann mir vorstellen, genauso wie die anderen Hosen auch, die sitzen sehr gut, aber die müssen halt euch auch passen. Ne? Die sind nicht so wie so Klebejeans, aber auf jeden Fall sehr nice. Und die gibt es gerade, ist gerade neu reingekommen bei Mango. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Und ich kann euch sagen, die anderen Colorways, dunkelblau und ich sag mal cremefarben, sind auch cool, aber mein Favorite ist auf jeden Fall diese helle Waschung für den Sommer, wirklich so die Hose, die für mich wirklich so die, für den Sommer überhaupt steht, die ich gerne im Sommer trage. Ich sehe mich da nicht so schwarze Jeans im Sommer so viel zu tragen, kann man mal machen, aber eher so in die Abendrichtung, dementsprechend sehr coole Hose. Dann kommen wir zu Mr. Porter, und bei Mr. Porter gibt es gerade Sale, also ich muss dazu sagen, es gibt bei vielen Shops Sale. Aber auch bei Mr. Porter habe ich gesehen, gibt es einen Sale. Und ich glaube, soweit ich weiß, müsst ihr da, wenn ihr bestellt, im Gegensatz zu anderen Shops, nicht mal Zollgebühren zahlen. Ich weiß nicht, von wo das verschickt wird. Auf jeden Fall keine Zollgebühren. Und ich fand diese Nike-Box, diese Schuhbox, eigentlich ganz cool. Aber ich kann euch sagen, im Sale gibt es diverse Artikel von Designer-Brands ohne Ende. Checkt das einfach mal ab. Und ich fand die Box einfach sie jetzt mal als Merkmal, habe ich sie mit reingenommen. Cooler Sale bei Mr. Porter, auf jeden Fall abchecken. So, dann kommen wir zu einem meiner Favorite-Kleidungsstücke überhaupt. Und das ist ein hellgrau melierter Hoodie. Und den habe ich gesehen, den gibt es jetzt bei Weekday, nennt sich Richard. Ich habe noch nicht geguckt, wie der Fit in Wirklichkeit ist, aber er sieht auf den Fotos auf jeden Fall sehr nice aus. Hat so ein leicht Oversizing-Fit, nicht ganz so lang geschnitten. Und ich mag diese graumelierten Sachen sowieso extrem sehr. Und da das Ganze so wirklich schön hell graumeliert ist, gefällt mir extrem gut. Und was soll ich sagen? Ist einfach ein cooles Piece, für 35 Euro macht man nichts verkehrt. Wer sowas sucht als Zipper, das gibt es auch als Zipper, habe ich jetzt hier nicht mit drin, also kann ich jetzt hier nicht aufmachen, aber gibt es auf jeden Fall auch bei Weekday im gleichen Colorway, halt mit Zip. Sehr nice, und für 35 Euro macht man da eigentlich nichts verkehrt, und eigentlich sind die Sachen von Weekday wirklich solide, dementsprechend checkt das auf jeden Fall. So, dann habe ich noch ein cooles T-Shirt gefunden, und ich fand das einfach nice, weil diese ganzen Vintage-T-Shirts, manche sagen ja, kann man das jetzt soll man noch tragen, nicht. Ich zum Beispiel stehe da extrem drauf. Ich trage sowas auf jeden Fall mega gerne. Und ich fand dieses Wu-Tang Clan T-Shirt wirklich sehr cool, muss ich sagen. Das gibt es aktuell bei Urban Outfitters. Natürlich leider nicht mal alle Größen am Start. Die wirklich großen Größen sind schon weg. Wer wundert es, weil das T-Shirt, finde ich persönlich, echt nice aussieht. Vorne mit diesem klein gehaltenen Logo und hinten halt eben dieses Wu-Tang groß, à la Batman-mäßig so. Keine Ahnung, gefällt mir auf jeden Fall. Wer sowas sucht und wem die Größe noch zusagt, auch den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox. So, und dann kommen wir zum vorletzten Piece. Den vorletzten Piece habe ich bei Asos gesehen, und ich gucke echt gerne bei Asos, und ich gucke auch echt gerne bei Zalando. Aber aktuell ist mir das einfach zu viel. Ich habe das jetzt im Durchlauf gefunden, und ich fand die Sonnenbrille einfach nice, weil das mal so ein bisschen andere Farbkombo ist. Ich mag dieses Bräunliche sowieso sehr gerne bei Sonnenbrillen, aber in dem Fall mit diesem Orange noch gemixt, und ich weiß nicht, sieht sehr auf jeden Fall sehr fresh aus, die Sonnenbrille für den Sommer. Gefällt mir auf jeden Fall gut, und auch hier für keine 40 Euro macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Dementsprechend sehr nice. So Leute, und das war es an der Stelle wieder. Wie gesagt, das waren 10 Favorite Pieces der Woche. Schuhe,
habe ich jetzt nichts Besonderes gefunden, beziehungsweise keinen dicken Release auf dem Schirm. Ich denke mal, da kennt ihr die bekannten Sneaker-Apps, wo ihr sowas immer cool verfolgen könnt, falls irgendwelche Halbschuhe etc. rauskommen. Auf jeden Fall sehr nice. Ich habe aber jetzt diese Woche auf jeden Fall nichts auf dem Schirm. Ich persönlich, dementsprechend habe ich es auch nicht mit reingenommen. 10 Pieces sind geworden. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne supporten und ein Abo und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.